Hallöchen und willkommen bei einer schönen Folge Minecraft mit den Exmos. Mehr oder weniger. Exmo! Moin! Moin! Ja, spuck mich mal mit der Karte an. Jetzt hast du keine Karte mehr. So, ich habe nochmal Holz, nochmal 70. Tschüss! Ja, dann sammelt du mal Holz. Ich schlag ein paar Ziegen. Ich könnte auch nichts dafür. Ja, aber die geben Wolle. Ich will ja auch irgendwann ein Bettchen haben. Ziegen? Ja. Oh, da ist eine Kuh. Da ist eine Ziege. Ziege! Aber das ist ein Schaf. Ja, das sind Ziegen. Ziegen und Schafe sind, soweit ich weiß, was anderes. Ja, aber das sind Ziegen. Aber gibt's hier Ziegen? Mit dem Texturpaket? Ach, tatsächlich, das ist. Ah, ja, du mich auch. Essen Sie? Ich weiß ja gar nicht, was du mit den Ziegen so anstellst, du. Heute sind es Ziegen. Die Schweine sehen auch gut aus. Die haben zumindest Ohren. So, wollen wir mal gucken. Ich muss mal. Ah, Arme nach. Ja. Was? Da, Ziege! Ich komme mit dem Texturpaket nicht klar. Oh, warum nicht? Das denn? Weil ich jetzt gerade nach, Ja? Ah ja, warte. Ich bin voll Idiot. So. Jetzt hab ich's. Eine Werkbank. Gott, Alter. Du wolltest das Texturpaket haben. Man könnte denken, ich wär ein Anfänger. Noob. Warum sehen die Eichenholzbretter so scheiße aus? Das ist. Naja. Der klaut mir hier alles, der klaut mir hier alles. Ah, ich möchte auch nicht in den Schnee, ich suche mir woanders was. Da hat man Spaß. Perfekt, ich hab meine Bude gefunden. Eine Höhle. Ah, wieder der Höhlenmensch. Ja, der moderne Höhlenmensch ist wieder da. Ja, normalerweise müsste es für dich so ein Skin-Paket geben. Caveman. Oh. Schubdi-du, da wollen wir mal das machen, und da wollen wir das machen, da wollen wir das und das brauche ich nicht. So, wollen wir die Kohle abbauen? Ah, denk wieder nur ans Geld. Kohle. Ist das jetzt Content Cloud? Hier Katze, Money. Weiß ich nicht. Das war ja nur ein kurzer Ausschnitt. Von Rabschnitze. Ich weiß nicht. Vor allem, weil du es gesungen hast, das wäre dann ja eine Cover-Version. Ja, Cover kann man ja machen. Ich meine, alle Lieder der heutigen Zeit werden gecovert von älteren Liedern. Nicht von alle. Älteren? Also es gibt ja, auch tatsächlich Lieder. Künstler, die selber Lieder machen. Ja, guck dir Mark Forster an. War das jetzt so ein sarkastisches Räuspern oder war das ein echtes Räuspern? Nur sarkastisch. Ja, das war sarkastisch. Nein, das war ein echtes. Da muss ja fragen. Vielen Leuten hier nichts falsch erzählen. Die sag mir, bist du real? Und bist du ehrlich? Ja, bin ich auch. Aber es wird sich noch steigern. Prozentual hofft man's ja. In 80 Jahren. Vielleicht vielleicht bei den 1000 angekommen sein. Stehen die Planeten in Reihe und Glied. Und vielleicht kriege ich dann auch die ersten Verträge, so Sponsoren und so weiter, weißt du? Also eigentlich müsste Monster Energy mich ja sowas von sponsern, auch wenn ich nichts mache. Weil ich sauf deren Gesöff ja übertrieben. Ich glaube, durch mich machen sie den meisten Umsatz. Ich glaube, da gibt es noch welche, die weitaus mehr trinken. Pro Woche 12 Dosen, ich weiß noch nicht. Ja, ich kenne jemanden, der trinkt wirklich viel mehr.
Ich weiß zwar nicht, wo ihr das ganze Geld dafür hernimmt, aber ist nicht mein Business. Das frage ich mich auch. Sag mal, sind die Monster aktiviert? Ja. Alles klar. Aber nur auf leicht. Muss ich auch an ein Schwert denken. Die sind nur auf leicht, also die kannst du auch mit einem Stock verprügeln. Also ganz ohne Monster wollte ich jetzt nicht, weil sonst wird's langweilig. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu schwer haben, weil wir gerade erst angefangen sind. Ja, anfänglich hatte ich Minecraft, als es rauskam, gezockt habe, was glaubst du, was für Schiss ich hatte vor diesen Viechern. Und mittlerweile, ja, ach komm, hier, kennst du ja schon. Ja, mittlerweile so, ach guck mal, ein Zombie, oh, guck mal, wie süß der aussieht. Ist ja süß. Ist ja ein ganz süßer. Tritt ins Licht, komm. Ich will mir nicht die Hände schmutzig machen. So. Ich brauch mehr Holz. Ich brauch mehr Stein. Ich bin wie so nackig. Ich brauch Holz. Ich mag Milfs. Ich mag sie gern. Was? ja. Ja, du weißt schon, dass das Spiel in die Kinderabteilung endlich gehört. Ja, das Lied kommt von den Lochis. Das ist Kinderabteilung. Da. Mal gucken, wie ich das mit der Raumaufteilung mache, weil das sieht schon mal richtig gut aus hier. Ich weiß nicht. So, jede der. Oh, ich habe eine ganze Höhle für mich. Oh, das ist schön. Ja, doch nicht. Das. Oh mein Gott, das Fliegen ist Wasser. Ja, da bin ich. Da ist gerade Schnee runtergefallen. Tatsächlich. Ja, Schnee fällt jetzt lustigerweise auch. Bist auch so ein kleiner Höhlenmensch, hm? Ja, und ich habe schon 10 Eisen. Ja, ich wusste es, ich spiele mit Höhlenmenschen. Ich mach das Wasser mal weg, das irritiert mich. Ja, mach mal. Ah, jetzt habe ich es ausgebreitet. Nein, was tust du da? Du hast meine Höhle überflutet. Aus irgendeinem Grund lässt sich das Wasser nicht entfernen. Es wird einfach nur mehr. Ah, jetzt. Das Beste, was man machen kann. Deine Höhle fluten. Du Höhlenmensch. So. Es wird dunkel. Ich habe kein Bett. Oh, hättest du vielleicht früher daran denken müssen. Nö, dann arbeite ich die Nacht durch. Also, das kann man ja machen. Ah, kann man. Muss man aber nicht. So. Jo, mir ist gerade meine Spessacke zum Bruch gegangen. Oh, da ist ein Skelett. Hallo Skelett. Hi. Ich bin da mal weg. Tschüss. Ich sollte vielleicht aber Fackeln herstellen, das wäre vielleicht eine gute Maßnahme. Das wäre eine Idee, die sich durchaus. Ja, ich habe 49. Wie er hier angibt. Sven weg. Mein Bereich. Mein Tanzbereich. Du hast dir die Höhle oben ausgesucht. Ich habe sie mir hier unten ausgesucht. Ja, wenn du mal wüsstest, was für ein System ich hier habe. Mir ist das alles Batman. Oh, ein Creeper. Du bist ein Mungi, du hast davon keine Ahnung. Was für ein Mungi? Weißt du nicht, was Mungi ist? Ich dachte, du hast auch Fallout gespielt. Jetzt kommt hier Fallout. Ja. Sehr schön, da kann ich sehr viel mitreden. Ich auch noch. Also ich kann auch super viel mitreden, weißt du. Fallout war jetzt nicht so mein Ding. Ja, ich hasse Andesit, wie ich es hasse. Zombie, Wolf. Ein Enderman. Ja, Enderman, die kannst du schon mal angreifen. Ist nee. Ja nicht so. Ich gehe auf die brutalen Tiere. Au. Warum ist das Steinschwert einfach nur ein ekelhafter Dolch? Das sieht ja sowas von hässlich aus.
So eine Steinspitzhacke, dann kann ich ein bisschen schneller arbeiten, damit ich auch ein bisschen. Ja. Ich komme zu dir, das Hell. Hi. Hi. Ich habe Angst vor den Monstern. Eine Holzschaufel. So, dann wollen wir nach draußen und dann will ich jetzt mal ordentlich alles umklatschen. So. Wo habe ich die Holzaxt? Ich habe gerade einen Stein. Ah, ich habe die noch nicht mal verwendet, ich Vollidiot. So. Oh. Holz. Ich sollte vielleicht auch mal anfangen, Tiere zu töten, damit ich was zu essen habe. Ja, willst du ein bisschen Hammelfleisch haben? Nee, gar nicht. Ich habe Samen. Ich kann mir Weizen machen. Noch habe ich das dazu Zeit. Hm. Die wieder hochzukommen in meine Höhle, es dauert. Schubdidu, schubdidubdidu. Oh, hallo Ziegel. So, ich hab mir nebenbei jetzt mal dicker gemacht, das finde ich so langweilig. Jo. Ja, du kannst es ruhig machen. Wobei könnte ich auch machen, aber dann würde das Datenvolumen zu schnell runtergehen. Ja. Nur der komische ist da. Ah, das ist Kies. Fuck, ich seh's nicht. Sieht aber aus wie Stein. So. Möchte jemand Wolle haben? Ja, gerne. Oh, ja, gib her. Also du hast auf jeden Fall Abnehmer dafür. Fürs Erste. Oh. Ah, du bist am meisten dran. Die Wolle sieht in Ordnung aus. Au. Hey. Dann leg ich mir jetzt mal das Bett hin. Oh, das ist eine gute Schale. Kannst du mir auch ein bisschen Eisenerz haben, Dennis? Ich kauf die Wolle ab. Ich hab ein Wolle. Keine Mengenangabe. Ein Wolle. Dafür würde ich den halben Alten erzählen. Und du bist jetzt noch die Betten. Das ist so komisch mit diesem Crafting-Menü. Da kann ich mich einfach bis heute nicht daran erinnern. Ah, oh, das ist eine Hängematte. Ja. Toll, hinter mir ist gerade ein Creeper explodiert. Geil, danke. Hab's gesehen. So. Ich hasse Creeper. Hier unten ist eine schöne Welt. Die kommen einfach aus dem Nichts. Oh. Wo hab ich die Margarita her? Keine Ahnung. Wollte ich das wissen? Ich will Tag. Können wir schlafen? Da hat einer noch keine Wolle. Also funktioniert es leider nicht. Jetzt weiß davor, wie ich am Anfang Ziegen gejagt hab. Das hat jetzt einfach mal gar nichts mehr. Ja, lass ihn doch nichts sagen. Er hat jetzt nur keinen Bock mehr, weil bei ihm ein Creeper explodiert. Deswegen möchte ich Tag haben. Da ist eine Kuh. Ja, das war nicht so toll. Jetzt sieht das bei mir nicht mehr so schön aus, wie es vorher war. Sind da irgendwie komische Löcher? Meine Werkbank ist weg. Soll ich eine neue bauen? Oh. Nö. Das brauchst du nicht. Schon habe ich eine neue. So, jetzt habe ich noch die Pflastersteine. Sehr gefährlich. Das ist Kies, keine Pflastersteine. So. Mit den Pflastersteinen mal eben kurz. Das wieder auskleiden. Und schon ist es wieder so wie vorher. Oh. Ist das gefährlich? Nur eine Fackel fehlt mir jetzt. Die Kohle habe ich ja noch. Kohle! Lass mich in Ruhe. Ich habe genug Wolle zusammen. Du hast dein Leben draußen riskiert.
Ja, kannst mal sehen, wie sozial ich bin. Ich habe noch nicht mal angefangen, irgendwas zu bauen. Nur für Wolle. Alter, habe ich mich gerade von einer scheiß pinken Blume erschrocken. Festlinge! Jo, gib her den Shit. Na, ich höre einen Zombie. Komm her. Komm her. Scheiße, wo ist mein Schwert? Ist mein Dolch, da ist mein Dolch. Komm her, ich erdolch dich. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr schlafen gehen, es wird schon wieder hell. So, wo habe ich's denn hier? Ja, verdammt. Nein, ich habe eine graue Wolle. Da! Zwei weiße und eine graue. Weiß ich nicht, kann man daraus auch ein Bett machen? Egal, egal, hier, da hast du Wolle. Was ist eigentlich? Wolle ist Wolle. Ja, okay, man kann ja auch jetzt da wickeln machen. Ja, früher ging das noch. Brauche ich nicht. Okay. Wozu soll ich das gebrauchen? Enderman. Hi, Enderman. Ich dachte, du brauchst Eisen. Ja, ich habe noch nicht mal einen Ofen, ich habe noch nicht mal irgendwie ein Grundstück oder sonst was. Was soll ich denn mit Eisen? Ja, irgendwie gar nichts. Doch, ein Schwert. Ich meine, du kannst doch bei mir einziehen. Wo ist das nicht? Da ist können wir das hier zusammen aufbauen. So, ich habe noch eine weiße Wolle, falls du brauchst. Dennis, ich meine, du kannst doch bei mir einziehen. Ja, dafür brauche ich genau dieselbe Farbe. Könnte ich rein theoretisch, aber ich will lieber was Eigenes. Ich will auf eigenen Beinen stehen. Ich fühle mich da so allein hier. Kannst ja besuchen kommen. Will ich aber nicht, nö, jetzt will ich nicht mehr. Kann mich mal. Ja, okay, dann. Verkackt. Nee, nein, einfach nein. Nein? Dann hast du verkackt. Nee, verpiss dich. Nee, verpiss dich. Oh, Erde. Bist jetzt geerdet? Also zumindest habe ich keinen Stromschlag gekriegt. Ich habe mal aus Versehen Enderman angeschaut. Ich bin gebumst. Was schaust du ihm auch einfach an? Sowas gehört sich nicht. Man fragt vorher. Er ist weg. Okay, dann hol ich wieder Fleisch. So. Ey, Ziege. Auf jeden Fall. Schwarze Ziege. Das. So, jetzt habe ich einen. Ah, da ist ein Enderman und ich wollte ihn gerade angreifen. Jetzt habe ich schon fast die Grundausstattung zusammen. Hier kann ich mir ein schön großes Feld draus machen. Das ist super. Das benutze ich so. Das schreibe ich so. Alles meins habe ich gepachtet. Zwei Kühe. Also ich bin sehr zuversichtlich, was das hier angeht. Das ist doch schön. Schwein! Welche das so immer so der Höhlenmensch bin, der sich in Höhlen eingräbt. So. Also, Kevin und ich haben es leicht zu handeln. Wir wohnen direkt nebeneinander. Ja, das finde ich irgendwie anstrengend. Dann höre ich über die Mucke von nebenan, so von dir, so scheiß Nachbar. Ich kann irgendwer von uns muss auch die Musik anmachen. Ich meine, wenn man dann nachts schlafen, dann hört man nebenan. Naja, immer noch besser als Helene Fischer. Oh, nö, ich weiß nicht. Atemlos durch die Nacht. Soll ich euch jetzt ankotzen oder später? Oder später. Okay, dann komm ich Silvester vorbei und dann kotze ich euch an. Ja, das passt mir vom Terminplan her eher. Okay, machen wir so. Ja, ich hab keine Zeit. Ich bin im Urlaub. Assi. Ja, immer doch. Kennst mich doch nicht anders. Ich bin ein richtiger Schmock. Schmock. So. Dann fange ich mal an, diesen Scheiß hier zu roden, um mir Samen hinzusetzen, damit ich mir. Samen. Damit ich mir viel, viel Brot machen kann. Dann ernähre ich mich vom Brot. Nächsten Jahre. Ich bin Brot. Du siehst so aus. Okay, komm her. Dann esse ich dich. Ey, hier ist ein Baum umgekippt. Entschuldigung. Ah. Also nicht so, was wir alle machen hier.
Ja, das war doch scheiße, ey. Ich hatte Blähungen und dann kamen die Winde und war zu stark für den armen alten Baum. Ich hab jetzt ein rotes Bett. Vielleicht aber auch ein gelbes, mal gucken. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Ich will was Kreatives bauen, aber ich bin unkreativ. Bist du denn kreativ? Nee, dann mach es so wie ich und zieh einfach in den Untergrund. Oder so wie Kevin, in eine Höhle. Ja, ich bin gerade dabei, eine Höhle auseinanderzunehmen, aber je tiefer ich vordringe, desto hässlicher wird sie. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich dachte gerade, das Stück Kohle wäre ein Creeper gewesen. Los. Du hast schon Halluzination, das geht schon los, ey. Ja, das ist der Höhlenkoller. Du, ich hab mich schon dran gewöhnt, ich lebe ja immer in der Höhle. Ich lebe ja auch im echten Leben in der Höhle, also so, ne? Das ist ja nicht. Ja, ich eigentlich auch, das ist eine Zockerhöhle, aber. Erinnert mich eigentlich ganz stark an die Zeiten in Wirtschaft und Verwaltung. Ja. Die Höhlenkinder. Wir waren die Höhlenmenschen da. Ach ja, schöne Zeit, schöne Zeiten. Schade, dass ich so alt bin. Ja, halt dumm, ich auch. Bist ja so scheiße alt. Ja. Ich war mal so ein richtiger junger Bruce Willis. Natürlich. Ja, und dann kam das Alter und dann wurde ich zu einem Nerd. Du bist so mutiert, ne? Ja. Du wurdest nicht nur zu einem Nerd, du wurdest zu Iron Nerd. Die kam später, die Verwandlung. Die kam dann mit den Iron Man Filmen. Ja. Na, eigentlich habe ich ja schon ein paar Comics vorher gelesen und die Spielchen gespielt und... Ach. So, dann kann die weg. Ah, da haben wir die schon. Tack. 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 So, Weizenfeld ist soweit da, leider aber noch nicht abgesperrt. Holz. Ich muss noch ein bisschen mehr Holz fahren. Ja, noch ein bisschen mehr. Oh, es ist dunkel hier. Das haben Höhlen so an sich. Das habe ich aber nur so gehört. Echt? Ich höre einen Zombie. Der ist irgendwo unter mir. Also die Macher müsste ich mit Knüppel erschlagen. Wie kann man das so dunkel machen? Ja, wie können die nur so originalgetreu sein? Das ist ja... Ja, das ist unglaublich, ey. Also die muss man echt boykottieren, das ist... Nee, das geht so nicht. Ja, zumindest haben sie hier keine Schrumpfhosen. Was sagst du? Ich hab gehört, du schläfst, wenn du schläfst. Und ich hab gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Das hab ich auch gehört. Das war jetzt eindeutiger Content-Clow. Call Captain Obvious. Ja, ich weiß, ich bin... Ein Genie. So, ich habe jetzt erstmal genug geplündert. Die Melodie gibt einem voll Hoffnung auf Glück. Welche Melodie? Hörst du die Musik nicht von dem Spiel? Nein. Rauchst du heimlich? Irgendwie, was denn Kraut rauchst du? Eistee. Sag ich dir nicht und du kriegst noch nichts ab. Pff, mein halt. Petzig. Also ich rauche getrockneten Eistee. Getrockneten Eistee. Schon mal probiert? Ist gut. Ja, du solltest vielleicht weniger davon rauchen. Nee. Als ob ich rauche. Pff. Ich muss ganz ehrlich sagen, über Erze mache ich mir gerade wenigstens den Kopf.
Davon, das wird noch genug. Es wird aber bald mal Zeit, dass ich anfange, ein bisschen Eisen zu sammeln. Ich kümmere mich gerade nur darum, dass mein Unterschlupf erstmal ansehnbar wird und erstmal sicher wird. Ich habe keinen Bock, wieder von Creeper überrascht zu werden. Ich lebe ja auch gerade am Limit, was mein Leben angeht. Leben am Limit. Ja, genau so. Liegt vielleicht auch daran, dass ich zu viel sprinte. Sollte ich vielleicht unterlassen. Das könnte durchaus möglich sein, aber wer bin ich schon, dass ich das beurteile? Wer mag das beurteilen? Ja, wer? Das kann nur unser lieber, netter Iron Nerd. Nee, garantiert nicht. Ich nee, der kann das auch nicht. Nee, ah, der kann sich selber nicht beurteilen, okay. Nee. Das ist der kann auch keine strange. Eigene Beurteilung schreiben, aber ich darf doch. Ach, halt dein Maul. Darauf wollte ich eigentlich die ganze Zeit hinaus, aber naja. Mir war es halt einfach unklar. Ja, hätte ich jetzt auch Stinker, gesagt. Du. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, du Stinker, du. Weg von meiner Farm. Ich will da nur ein bisschen Proviant sammeln. Das ist alles mein Bereich. Geh weg. Meine Tiere. Zu spät. Sie sind tot. Oh. Sie sind alle gestorben. Kannst du nur. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. So, wenn ihr jetzt. Oh, es wird wieder dunkel. Wenn Bad. Ihr Höhlenbewohner seid, dann werde ich jetzt auch Höhlenbewohner. Ja, Bett. Welche Höhle? Hier oben. Alles klar, nimm. Schlafen. Wird dunkel. Ja, kleinen Moment, ich muss doch erstmal meine Höhle einrichten. Du kannst nur nachts wachen, du kannst nur nachts, nur nachts, nach, 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 okay. So. Heutiger Titel der Folge. Heutiger Titel der Folge, du kannst nur nachts schlafen. Zumindest bei dir. Ja. Weil ich sehe jetzt nichts mehr. Da steht doch, du kannst nur noch, nein, du kannst nur nachts schlafen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwas kaputt haut, dann kommen da so Totenköpfe. Ja, hab ich schon gesehen. Liegt am Texturenpaket. Ich weiß. Das ist schade. Am PC ist es einfacher. Da kannst du einfach Texturpakete so draufsetzen oder auch eigene machen, gut ist. Genauso wie Skins. Na genau, jetzt war das Spiel mal schlecht hier. Ja, ist wirklich so leider. Also. Tut mir leid, dass es geboren ist, ey. Ja, boah, ey. Kann man nur. So, schlafen, habe ich gesagt. Schlafen. Ja. Sven, schlafen. Ah. Geht doch. Ich wäre in deine Höhle gekommen und hätte dich verprügelt. Ich war ja noch nicht mal in der Höhle, aber egal. Ja, warum du gerade rumchillst? Trotzdem hätte ich dich verprügelt. So, jetzt wird erstmal ausgebaut. Ja, das habe ich auch vor. Ja, 3 ist gut. So. Ich muss ein bisschen mit meiner Energie sparen. Die Energie haushalten, weil ich habe kaum noch was. So. Meine restliche Energie wird dazu verwendet, einen Ofen zu craften. So. Erstmal Fett. Schweinefleisch gebraten. Geil. Das hört sich mal nach was an. Ja. Hab ich gut geplant, oder? Ja, hab ich gut geplant. Yo. Kies! Ja, ich hab grad übertrieben viel Kies von der Decke geholt. Ich auch. Jetzt hab ich ein Loch in der Decke. Ja, super. Ja, ich auch. Was habt ihr mit eurem Kies? Gut, dann mach ich mir da noch eine Schaufel. Ah. Mach eine Steinschaufel, weil das kann ein bisschen dauern hier. Da muss ich jetzt ja gleich Kies, einen Stein Alter. Machen. Das ist ja eklig. Kies ist das Schlimmste hier in diesem Spiel. Für mich ist es gerade dieser Baum, der mir
den Eingang versperrt. Übrigens, lieber Dennis, du hast vergessen zu erwähnen, wer mitspielt. Matthias ist zwar, aber du hast es vergessen. Wer sind wir denn? Johann und Gustav. Irgendwelche. Wir sind irgendwelche wir sind irgendwelche Untermenschen. Statist Nummer 27 und Statist 38, so. Zufrieden? Ich bin Statist Nummer 27, das ist super. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Rollenverteilung ist da. Oh, jetzt erstmal schön was fressen. Professionalität on point. Ja. Ich muss nur kurz ein Ei legen, aber sonst geht's mir gut. Da hat keiner gefragt danach, aber hey. Ich wollte nur erwähnen, so was ich gerade tue. So, was brauche ich denn nicht? Sonnenblume kann weg, verrottetes Fleisch kann weg, Setzlinge kann weg, Eier kann weg, Federn kann weg, Samen kann auf. Okay. Übertreib. Oh, ich hab Erde! Mit Erde kann ich das Loch schließen. Boah, bist du krass. Krass! Ich sammle die ganze Zeit Erde. Die Idee des Jahrhunderts, ich schließe ein Loch mit Erde. Dass du jetzt so kreativ bist, hätte ich es nicht gedacht. Ja, kannst du mal sehen. Scheiße, ey. Ich hab Respekt vor dir, wie du das. Das war so ein Geistesblitz. Ich bin Jimmy Neutron. Ja. Krass. Jimmy Neutron. Ah, verdammt, da kommt schon wieder Kies runter. James Isaac Newton. Newton, so. Jimmy Newton, Neutron. Ach Gott, lass mich doch in Ruhe. Wie komme ich denn auf Newton? Newton, du bist der Größte. Newton. Ja, genau Newton. Das. Du bist der Klügste, Newton. Wo du auch bist, gibt Spaß. Ich habe eindeutig zu viel Zeit vor Fernseher verbracht. Ja, das sagt, glaube ich, jeder früher. Ja, damals gab es auch noch keine Konsolen. Zumindest keine. Ja, jetzt verbringen wir zu viel Zeit an der Konsole. Das ist eine Lüge, das unterschreibe ich so nicht. Was unterstellen Sie mir hier? Ich meine, drei also Videos am Tag, eine halbe Stunde. Ich habe eine pissgelbe Tür gecraftet. Plus die Spielzeit. Ich habe eine pissgelbe Tür. Ich bin stolz auf dich. Ja. Das sieht man schon von Weitem. Ah, Kies, geh weg. Keiner mag dich. Jetzt kommt den Kies doch nicht. Mit Kies? Ja, weil wir haben übertrieben viel Kies. Ich habe auch verdammt viel. Wahrscheinlich, weil wir zu hoch sind. Geh sterben. Kies kommt aber überall vor. Also wie Erde. So. Aber den Trick, um Kies ganz schnell abzubauen, ist ja einfach eine Fackel drunter zu setzen, wenn der Kies gerade weg ist. Das war zu schnell. Ich muss jetzt einmal kurz gucken. Oh ne, geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Warum haben sie das weggemacht? Was soll denn das? Hauptsache das Spiel so krass versauen, wie es geht. Oh, Mojang. Oder eher gesagt, Microsoft. Ja. Hervorragende Leistung. Wenn du schon Windows nicht richtig hinkriegen. Oder eine Xbox. Ja, bei Minecraft hatte ich noch, tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung, weil er schon vorgefertigt war. Ja, für Konsole haben sie es ja vollkommen neu gemacht. Weil das war ja eigentlich nur eine Java-Edition. Also, Ich hatte trotzdem Hoffnung. Lass mich doch auch mal Hoffnung und Träume haben. So, Minecraft wurde von Grund auf, glaube ich zumindest, neu gecodet. Weil mein ganzes Inventar schon wieder dicht mit irgendwelchem Müll. Verdammt, ich weiß nicht, wann die hier fertig sind, die Weizen. Verdammt, bist du fertig? Ich lieb dich. Ja, du bist fertig. Du bist fertig, du bist auch fertig. Jetzt habe ich drei Weizen, jetzt kann ich mir schon mal ein Brot craften. Cool. Cool. Wo habe ich das gesamte Fleisch her? Hä?
Also ich krieg Sachen ins Inventar, wo ich nicht weiß, woher die kommen. Mysteriös. Ich bin ein Zauberer. Ich glaube, wir machen auch jetzt unsere Verabschiedung, oder? Schon verabschieden? Jetzt schon? Ist schon soweit. Wir sind bei 35 Minuten. Oh, das sind ja schon 5 Minuten länger als gewollt. Naja, was heißt gewollt? Wir wollten nur 5 Minuten weniger. Ja, 5 Minuten, mehr nicht. Wir haben nur 5 Minuten. Kriegen die Leute mehr für ihr Geld, was sie nicht bezahlen? Ja, was für Geld. Dank der Adblocker. Genau. Ja, Adblocker, ja? Der beste Freund des Menschen. Sag das mal YouTube. Da können wir eine Kaffeepause machen, Zwinker, Zwinker. Was für Kaffee? Apropos Kaffeepause, ich habe jetzt eigentlich eine Kaffeemaschine. Echt? Ja, Kaffee! Oh. Hast du die zu Ostern bekommen? Die Kaffee! Ja, genau. Achso, übrigens, fröhliche Ostern. Ja, dir auch. Fröhliche Ostern? Fröhlichen Dienstag im April, Mr. Pool. Assi. Ja, ich doch immer. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte die Verabschiedung. Verabschieden. Ah ne, ich wollte erstmal noch ein paar... Verdammt! Erstmal ein paar verdammt, okay. Nee, verdammt! Ein paar Fackeln machen. So, jetzt können wir uns verabschieden. Okay. Während ich esse. Ja, ich kann gar nicht essen. Okay, dann eben so. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!